So, hallo alle beisammen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf dem One Point Byte Snapshot Server. Heute in dieser Folge habe ich zwei Sachen vor. Und zwar werde ich in die Wüste gehen und ganz viel Sand sammeln, die dann alles zu Glas machen. Und dann will ich zwei Sachen bauen. Einmal ein Villager Breeder und damit wir auch eine Eisenfarm machen können und Trading und so ein Zeug machen können. Und dann noch eine Chicken Farm und nicht die von Izuma, sondern die von Snow Crash, weil da brauchen wir nur ein Ei und der Rest geht alles automatisch. So, ich bin jetzt gerade an meiner Base, um ein paar Hopper und sowas zu machen, weil wir werden ganz schön viel dafür brauchen. Ich werde nämlich anfangen mit der Chicken Farm, weil die erstmal etwas wichtiger ist. So. Mach ich erstmal ein paar Kisten. Dann ein paar Hopper. So. Hopper kann man nie genug haben. Da haben wir zwei. Und ja, ich nehme dann noch die anderen. Ich hole dann noch so. Hier haben wir noch Redstone Repeater. Dann brauchen wir noch Quarz. Für Redstone Komparatoren. Und ich sammle die ganzen Materialien. Und danach sehen wir uns direkt wieder. So, ich habe alle Materialien jetzt beisammen. Irgendwie, okay. Und ich habe mir auch noch Lava mitgenommen zum Brennen, weil ich will das ganze Sand ja zu Glas brennen. Hab noch Redstone-Blöcke, ein paar Dropper, Dispenser, Hopper, Redstone-Komparator, Repeater, Redstone-Torches und ein paar Sachen zum Bauen. Und ja, deswegen gehen wir jetzt mal in die Wüste und gucken mal, was es da so gibt. Denn da sind auch die Spawn-Chunks. Am Anfang waren sie woanders, aber ich habe sie dahin bewegt, weil dann am Anfang am Spawn alle Leute ihre Häuser gebaut haben. Ihr seht's ja. Und deswegen würde das Ganze mit der Eisenfarm nicht mehr funktionieren, nicht so gut aussehen. Die alte Chicken Farm wird auch noch abgerissen. Das ist wie ein Schiss in der Landschaft, deswegen. Und ja, der Villager Breeder, dieser Klotz da oben, den habe ich mal ganz schnell aufgebaut. Ich bin mal gespannt, was steht hier dran für Schilder. Hi there, having trouble with breathing in that village behind you. There are wood doors behind the houses. They are in range and stop breathing. Good luck, not so, not so. Okay, ja, stimmt. Wir hatten da extra Holztüren gesetzt. Als wir zuerst hingekommen sind, haben wir einfach ganz viele Holztüren gemacht und die in das Dorf gesetzt. Damit Iron Golem spawnen, die wir dann töten können. Aber mal sehen, ob was gespawnt ist. Das sieht aber nicht so aus. Nee, ist nichts gespawnt. Das wundert mich jetzt nicht. Also, danke an Natsunatsu, dass er das mal gesagt hat. Dann, ja, aber die kommen jetzt sowieso in die neuen Spawn-Chunks, denn. Huch. Wieso ist das Wasser da? Oh, hier fehlt ein Schild. Naja, ist egal. Ja. Denn die Spawn-Chunks sind jetzt da hinten in der Wüste und nicht mehr hier, weil hier viele ihre Häuser bauen und da auch sehr viele Holztüren benutzen. Deswegen ist das kein so guter Platz und deswegen sind die jetzt da drüben in der Wüste. Also, es ist trotzdem nicht so weit weg. Da bauen wir dann einfach ein neues Serverportal hin. Und da gehe ich dann jetzt auch meinen ganzen Sand farmen, mache das ein bisschen zu Glas und ihr werdet das Ganze ein bisschen in einer Timelapse sehen. Und ja, dann sehen wir uns nach der Timelapse wieder. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Sand gesammelt. Das ist jetzt nicht so furchtbar viel und noch ein bisschen Sandstein. So, und dann setze ich mal hier, dann baue ich jetzt den Superschmelter auf. Ja, super, ich habe kein Holz dabei. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Hopper habe ich dabei, super, die habe ich auch dabei. Ich denke mal, die beiden Kisten sollten reichen, wenn ich jetzt meine Axt nehme. Und dann ist hier einfach mal ganz kurz. So.
Dann platziere ich nämlich hier hinten die Hopper. Das war falsch. Dann können wir jetzt unsere beiden Dinger nehmen von denen. Und ja, das dann kann das so. Dann hier oben eine Kiste rein. Hier schmeißen wir jeweils zwei Lava-Eimer rein. Dann nehmen wir unser Sand hier raus. Und lassen das alles kochen. Es geht schon los. Finde ich gut. So. Und das kocht jetzt nach und nach einfach alles Sand weg. Ja, und alle Eimer sind schon drin. Die leeren Eimer sind hier unten gelandet. Sehr gut. So. Dann können wir nämlich die Hopper wieder rausnehmen. Das war jetzt total unnötig. Aber so sollte es theoretisch funktionieren. Das heißt, wir werden hier das alles mit Glas füllen. Und dann können wir danach anfangen, die Chicken Farm aufzubauen. Oder ja, dafür brauchen wir ja nicht so viel Glas für die Chicken Farm. Aber ich werde auf jeden Fall noch Farbstoff holen, dass wir das auch färben können und so weiß oder sowas in die Richtung. Dass es halt nicht dieses ultraklare Glas ist, weil ich mag dieses weiß gefärbt irgendwie lieber, weil es so schön trüb ist. Und ja, dann sehen wir uns nach einem Cut wieder, wenn das ganze Glas oder wenn ein großer Teil des Glases fertig gebrannt hat. Ja, bis dann. So, einige Zeit ist jetzt schon vergangen und ich sehe gerade im Hintergrund, der Berg generiert sich nicht. Hallo? Naja, ist auch egal. Und zwar haben wir jetzt hier ganz schön viel Glas. Ich habe auch ich war noch kurz bei meiner Base und habe Knochenmehl mitgenommen. Und unterwegs musste ich noch ein paar Zombies bekämpfen und so weiter. Und ja, deswegen mache ich daraus jetzt ein bisschen weißes Glas. Und daraus bauen wir dann auch die Chicken Farm und den Villager Breeder. So. Ist ja ganz schön dämlich von mir gerade, das so zu machen. Ich mach mal zwei Stacks weißes Glas. So, das dürfte erstmal reichen. Wir haben eh nicht mehr so viel Knochenmehl übrig. Und ich baue das Ganze mal auf. Ich würde es gerne aufnehmen, aber ich gucke dabei ein Video von Snowcrash, weil ich das dann halt Schritt bei Schritt, wie er es sagt, aufbaue. Link zu dem Video findet ihr auch unten in der Beschreibung. Und ja, ich baue das hier so irgendwie nebendran auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Chicken Farm ist fertig. Erstmal im Stuhl knarzen. Und ja, ich habe hier schon ein bisschen dekoriert, nur ein kleines bisschen. Man kann die Lava nicht ausbauen oder hier Wasser. Aber ich will Lava haben, denn ich will ja Roast Chicken. Und das ist das ganze System dahinter. Also, es sieht schon interessant aus. Und da es in den Spawn-Chunks ist, wird es immer arbeiten. Und ich habe hier vorne noch einen Stone-Slab-Weg, der hier hinführt. Denn ich habe vor, hier ein Haus zu bauen für die zukünftige Iron Golem Farm. Deswegen habe ich hier die Mitte ausfindig gemacht von dem ganzen Gebiet, was ich sowieso den Sand ausgegraben habe und so weiter. Und ja, und ich habe vor, wie gesagt, das hier zu dekorieren. Und was ich mir da schon überlegt habe, ist, wir machen hier unten überall Andesit hin. Das sieht jetzt erstmal grau aus. Ich laufe dauernd in den Kaktus. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich da reingelaufen bin. Und lass es hier rumgehen und mach da oben drauf Smooth Sandstone. Also so. Und ja, es sieht ganz okay aus. Es soll ja nur ein bisschen abgecovert sein. Könnte man theoretisch noch irgendwie hier das zweite rausnehmen. Und da dann auch Sandstone reinmachen, dass es ein bisschen mehr nach etwas aussieht. Und lass es bis hier nach hinten gehen. Ja, da oben ist ja Glas und dieses Selector-Panel, da kommt man total schwierig ran. Ist ein bisschen seltsam. Das gleiche mache ich jetzt mal hier. So. Und hier geht es dann auch nach hinten. Da nehme ich wieder jedes zweite raus. Also, das ist das Design, welches ich nehmen möchte. Also mehr oder weniger Design. Dann kommt hier noch das hin. Und so. Da kann natürlich keins hin, weil der Redstone war da gerade eben. Ja, jetzt habe ich noch zwei Sandsteine übrig. Muss ich mal kurz zwei holen. Am besten hier direkt raus, weil hier ist sowieso Sandstein.
Und da ich Effizienz 5 habe, kann ich Sandstein mit einem Schlag kaputt machen. Ja, eins hat mir gefehlt. Oh, hier ist der Glitch passiert. Deswegen hat es nicht geklappt. Ich brauche nämlich nur 4. So, dann mache ich das Ganze wieder zu Smooth Sandstone. Und die beiden ersetze ich nochmal. Ich muss mir merken, ja, da drauf ist Redstone. Eine Fackel oder so ist hier nicht dran, okay. Dann ist das nämlich kein Problem. So, dann ersetzen wir das nämlich durch Sandstein. Och nö. Na komm schon, Critical Hits bitte. Dankeschön. Und. Huch. Dann kommt da jetzt noch wieder halt das Redstone da und da, dass es wieder angeht. Perfekt. Und jetzt brauchen wir nur noch ein einziges Huhn, was da oben steht. Und dann ist das ganze Ding fertig. So, XP. Gott, das Skelett hat es nicht gesehen. Und dann haben wir hier die Farm. Den ganzen Supersmelter muss ich auch noch abbauen und die Kiste wieder leeren. Ja, aber die Farm sieht fertig aus. Und das hier lockt dem Hopper unten. Ich weiß nicht genau, warum man den locken sollte. Aber ja. Huh. Die Farm ist aber fertig. Also von daher denke ich mal, dass wir jetzt weitermachen können. Hier ein Chicken reinzubekommen. Und Rails, dann brauche ich noch einen Minecart. Also 3, 4, 5. So. Zack. Und dann baue ich da Rails hoch. Nachdem ich diesen Zombie getötet habe. Mist, die beiden Zombies haben mich gesehen. Zombies sind zwar ungefährlich, aber haben so eine ultraweite Range. Deswegen, ich nehme jetzt erstmal Diorit dafür. Und baue mich mal hier hoch. Genau, in dieses Loch müssen die nämlich rein. Hier. Deswegen baue ich hier das so runter. So. Ah, lass mich in Ruhe. So. Dann machen wir das hier jetzt nochmal. Hier runter. Zack. Und dann nehmen wir unsere Schienen, platzieren die hier nach oben, wo wir den nachher hochschubsen können, das Huhn. Wenn wir es denn haben. Und hier rein, denn da muss ein Huhn rein. Ich habe die Rails jetzt erstmal hingesetzt. Theoretisch können wir das auch mit Samen hochlocken, was ich wahrscheinlich machen werde. Allerdings habe ich keine Samen da. Ich suche mal ein Chicken, hol mir einen Samen und dann locke ich das hierher. So, da die Chicken Farm jetzt steht und auch anfängt zu arbeiten, hoffe ich, können wir jetzt anfangen, an dem Villager Breeder zu bauen. Dazu habe ich hier unten gerade eben was vorbereitet. Und zwar hier die 6 Türen. Wir bauen nämlich die von Unibet. Dazu findet ihr auch wieder den Download-Link, sage ich schon. Den Link in der Beschreibung zu dem Video, wo er das zeigt. Und genau, dazu brauchen wir jetzt einen Villager, den wir hier reindroppen müssen. Allerdings muss ich das hier noch ein bisschen größer machen und ja, ich kleide das aus, damit es ein bisschen besser aussieht. Eigentlich ist es nicht nötig, aber trotzdem, weil es wird wahrscheinlich auch permanent da sein und da soll es dann halt schon schick aussehen. So, also kommen hier nachher Steps hin und hier, wo die Redstone Fackel ist, steht nachher der Villager. Nee, hier steht nachher der Villager, wo die Redstone Fackel ist. Das heißt, wir müssen das abbauen, damit der ganze Sand darunter fällt. Sehr gut. Können wir das da wieder hinbauen und von oben den Sand wieder reinfüllen. Und hier drüber machen wir dann noch Glas, dass es schön verkleidet ist und alles. Ja. Ups, egal. Ich gehe ja jetzt eh wieder hoch mit dem Sand. So, von hier oben müssen wir dann den Villager reindroppen. Und dann müssen wir eine Minecart-Strecke bis zu dem alten Villager Breeder bauen, der nicht funktioniert hat. Und die damit Minecart hierher schubsen. Das bedeutet, dass wir uns jede Menge Schienen craften werden und das alles verlegen werden. So. Das wird nicht reichen. Ich brauche viel mehr. Ich mach mal 8 von diesen Stick-Dingern. Dann mache ich mal so. So, ich hoffe, das reicht. Ich bin mir nicht sicher. Könnte knapp werden. Aber jetzt ist auch mein ganzes Eisen weg. Also,
Muss ja gucken, was ich da mache. Ich baue die Minecart-Strecke bis zu dem alten Villager wieder. Das ist jetzt nicht so furchtbar weit, aber wir könnten es theoretisch durch den Nether machen. Ich glaube, das mache ich. Dann muss ich das nur verbinden, das Nether-Portal im Nether, weil wenn ich hier reingehe, komme ich bei dem anderen Portal raus, also was sich eigentlich mit dem verbunden hat. Und dann mache ich durch den Nether die Schienen. Ja, also das werde ich machen, weil das Nether-Portal ist hier direkt. Und dann verlege ich die Schiene. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Minecart-Strecke ist fertig. Das geht jetzt bis zum Portal. So, dann nehme ich mir jetzt erstmal ein Minecart. Und pflanze das erstmal hier oben hin. Ich nehme zuerst die Villager von hier oben. So, dann kommt mal her. Sehr gut, da haben wir den ersten. So, wie sieht's aus? Der ist jetzt bei dem hier unten ge. Nee, wo ist er hingefahren? Hö? Oh, er ist schon im Nether-Portal. Super. Zack. Der ist ganz schön schnell unterwegs. Und ich verstehe gerade nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. So, der erste Villager ist wieder unterwegs. Ich habe ihn da hinten eingefangen. Der ist nämlich zu den Türen gerannt. Logisch, weil da ja auch ein Dorf ist. Wollen die Villager da ja hinrennen. So, und zack. Jetzt sollte er drin sein und. Tut mir leid. Oh, das hat jetzt ihm ganz schön Schaden gemacht. Aber ist jetzt nicht so schlimm. So, dann baue ich die Tür nochmal kurz ab. Moment, erstmal muss ich ihn einfangen. Ich brauche Slabs, ich habe keine Slabs dabei. Immerhin sieht er das als sein Dorf an. Aber um den Ruf wieder gut zu machen, weil der Ruf hat jetzt ein bisschen Schaden erlitten. Das sollte jetzt zwar nicht dramatisch sein, baue ich die Türen ab und setze sie nochmal hin. Es ist zwar jetzt nicht so schlimm, aber es sind sechs Türen, die ich einfach wieder hinsetzen muss und dann sollte das Ganze wieder gehen. Deswegen komm mal her, mein Kleiner. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Zack. Ups, das war eins zu weit. So. Dann gehst du hier rein. Hallo? Wo ist die Slab? Oh, hier. Dann so und so. Und jetzt ist er gefangen. Na, endlich. Das hat ja gedauert. Dann noch Fackeln, damit er nicht. Damit keine Monster spawnen. Hab jetzt keine dabei, aber ich muss auf jeden Fall noch welche hinsetzen. Und dann hole ich die anderen zwei. Dann baue ich den anderen Breeder. Hier vorne gleich auf. Also den Hauptbreeder, wo sie dann halt gebreedet werden. Der Villager da unten ist nur da für das eine Dorf. Und dann hole ich noch die anderen Villager rüber. Und dann sehen wir uns wieder. So, der letzte Villager kommt jetzt gleich rein. Der ist hier irgendwo. Oh Gott, wo ist der hingerannt? Oh nein, wo ist der hin? Haha, ich habe ihn gefunden. Hier ist er. Ich dachte gerade, das ist ein Tempel. Er wollte nämlich zu der Village, die da unten in dem Boden ist. So, jetzt kann man mein Kleiner. Ich habe keine Schienen dabei. Muss ich ihn jetzt halt pushen, damit der Blick nicht so. Jetzt geh. Ach, ich hole einfach ein paar Schienen schnell. So. Dann machen wir es so. Dann nehme ich mir mein Minecart. Dann schubse ich ihn noch ein bisschen weiter auf die Schiene. Durch die neuen Collision Boxes muss man die Minecarts jetzt genau dahin setzen, wo der Villager ist. Ansonsten gehen die da nicht rein. Du kannst sie nicht mehr in die rein pushen. Das wird aber bestimmt noch verändert. Da bin ich mir irgendwie ziemlich sicher. So, und dann muss ich den jetzt hier hochbekommen. Alles klar. Zack. Los. Rein mit dir.
Und plupp, da ist er bei den anderen. Vielleicht hätte ich zuerst das Wasser anmachen sollen. So, zack, und jetzt hüpfen die da fröhlich. Und wenn ich den Sachen gebe, dann sollten die sich paaren. Und ich habe Stefan im Inventar. Ich weiß nicht warum. So, dann kann ich das hier alles wieder abbauen. Zum Glück. Die Leiter bleibt da, damit ich halt oben Sachen reinschmeißen kann. Und die Schienen können auch weg. Huch, das war eins zu viel. So. Und die Schienen und Nether können dann auch weg und alles kann weg. Yes, Leute, wir haben es geschafft. Der Breeder ist fertig. Dann mache ich jetzt noch die Schienen im Nether weg. Und ja, ich habe alles geschafft. Huch, da oben ist noch eins. Ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Aber das war's von mir, Eonadeo, und ich bin weg. Bis es zum nächsten Mal heißt, zu einer weiteren Folge auf dem 1 Point Bytes Snapshot Community Server. Woohoo!